Willkommen bei einem Espresso mit Marco Buschmann, der kleinen konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Sitzungswoche haben wir als FDP-Bundestagsfraktion die Gründerrepublik Deutschland ausgerufen. Warum machen wir das? Naja, zu Beginn dieses Jahrtausends gab es in Deutschland noch gut 1,5 Millionen Gründer. Heute ist es nur noch ein Drittel. Und warum wollen wir was daran ändern, damit es wieder mehr werden? Ja, da gibt es eine ganze Menge Gründe für. Erstmal ist es natürlich klassisch eine Frage der wirtschaftlichen Dynamik. Je mehr Gründer es gibt, desto mehr Unternehmen gibt es, die schaffen Arbeitsplätze, die sorgen für Steuerzahlungen, Sozialversicherungsabgaben, klar. Aber Gründer und Gründung, das ist sehr viel mehr. Das hat eine gesellschaftspolitische Dimension. Sein Unternehmen zu gründen bedeutet ja, ich traue mir etwas zu, ich bin mutig. Und wenn immer weniger Menschen diesen Mut aufbringen, dann sagt das was über unsere Gesellschaft aus, dass wir ein bisschen ängstlicher sind, dass wir uns weniger zutrauen. Und dagegen müssen wir doch was tun. Wir wollen doch eine selbstbewusste Gesellschaft. Und Gründer und Gründungen sorgen auch noch für was anderes, nämlich wie innovativ unsere Gesellschaft ist. Denn es ist ja so, es gibt jede Menge Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ja, demografischer Wandel, die Menschen werden älter, wie organisieren wir das Zusammenleben? Stadt und Land driften auseinander. Wie organisieren wir das, dass die Lebensverhältnisse trotzdem ähnlich bleiben, damit die Leute echte Auswahl haben? Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wie lösen wir den Klimawandel? Und so weiter und so fort. Jede Menge komplexer Probleme. Darüber wird natürlich auch in den Amtsstuben, in den Ministerien und in den Parlamenten nachgedacht. Aber ich bin fest davon überzeugt, die Kreativität in den Amtsstuben und in den Ministerien und auch hier im Parlament alleine wird nicht ausreichen. Und deshalb ist es gut, dass es in der Gesellschaft Leute gibt, die sagen, wir glauben, ein Unternehmen aufbauen zu können, die ein Stück weit eine Lösung für sowas bereitstellen, durch eine neue Verkehrstechnologie, durch eine neue technologische Anwendung, wie man was gegen Klimawandel tun kann, durch eine neue Dienstleistung vielleicht, die auch älteren Menschen etwas bringt und etwas für andere Menschen tun, das denen so wichtig ist, dass sie vielleicht auch was dafür zu bezahlen, das ist eine Geschäftsidee. Und wir glauben eben, dass Gründer und Gründungen dazu beitragen, dass viele neue Ideen entstehen, wie man solche komplexen Herausforderungen lösen kann. Und deshalb wollen wir etwas tun für Gründer. Wir wollen Risikokapitalzugang verbessern, damit die auch das Geld finden, um ihr Unternehmen aufzubauen. Wir wollen Freiheitszonen, angelsächsisch Regulatory Sandboxes, also die Idee, dass wenn du was gründest, dass es bestimmte Regionen gibt, wo du nicht mit der vollen Last der Bürokratie belastet wirst. Und wir wollen beispielsweise ein gründerfreundliches Urheberrecht. Vor allen Dingen, aber noch wichtiger ist es, weil wir ja auch nicht bei allem die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, mit Gründern auch ins Gespräch zu kommen, um zu wissen, was treibt die um, was können wir für sie tun. Und wenn euch das Thema Gründer und Gründung interessiert, besucht uns doch auf unserer Aktionsseite auf www.one-stop-shop-fdp-bt.de. Und was hat es mit diesem One-Stop-Shop auf sich? Naja, das ist auch so eine Sache. Wenn du gründest, musst du dich natürlich gesetzeskonform verhalten. In Deutschland gibt es für alles Regeln und für jede Regel ist eine andere Behörde zuständig. Dann gehst du zu der einen, die sagt dir links rum, die andere sagt dir rechts rum und dann willst du dich rechtskonform verhalten und weißt gar nicht, ob jetzt nach links oder rechts. Wir sagen, es muss eine Stelle geben, die muss dir sagen, wie du dich rechtskonform verhältst. Und wenn dann zwei Behörden was Unterschiedliches sagen, dann muss der One-Stop-Shop dafür sorgen, wie die miteinander klarkommen, was zu tun ist, damit der Gründer eine klare Ansage hat. Das ist auch eines von vielen Beispielen. Deshalb heißt unsere Aktionsseite one-stop-shop.fdp.bt für fdp-bundestag.de. Schaut doch mal vorbei.